right. Hij leed dat langer. Daarom was toch. So. Also, das Geilste vorweg. Es gibt keine Klassen oder Rassen. Du hast deine Stats, die kannst du skillen. Und du kannst jede Waffe benutzen. Und je öfter du die Waffe benutzt, desto besser kannst du die leveln. Du kommst im Laufe des Spiels an jede Waffe. Ich habe jetzt hier den Feuerstab und so einen Lederhandschuh gewählt. Und die kann man halt verschieden skillen. Ich bin halt so ein Magier-Fan. Der Feuerstab ist halt hauptsächlich Fernkampf. Mit Flächenangriffen. Und der Handschuh ist beides. Kannst du ihn im Fernkampf benutzen, aber auch im Nahkampf als Schwert. Und dann kannst du halt so ein Feld erschaffen. Hier kriegen deine Feinde über Dauer Schaden und du buffst. So. Was muss ich überhaupt machen? Ich hatte doch irgendwas zu tun. Das ist die Karte. Hier sind die Startgebiete. Bei mir hat die beiden Karten sind die Startgebiete. Es ist Zufall, in welchem Land man landet. Ich bin hier gelandet. Was wollte ich machen? Ich habe doch irgendeine Quest gehabt. Deswegen ich hier hingegangen bin. Ich wollte ein paar Sidequests machen, genau. Ansonsten hatte ich auch noch für was gesucht. Wo ist der Scheiß? Da. Geil ist, du kannst alles machen. Du kannst Tiro häuten, was diesen Skill dann weiterbringt, womit du dann stärkere Tiro häuten kannst. Du kannst Bäume fällen und je öfter du das machst, desto höher wird der Skill und dann kannst du auch größere und besondere Bäume fällen. Ich weiß jetzt nicht so genau, so lange spiele ich nicht, ob man diese ganzen Ressourcen wirklich braucht, aber naja. Man braucht halt Holz und Flint, ich weiß nicht, was Flint ist auf Deutsch, um ein Lager zu bauen. Und in diesem Lager wirst du halt respawned. Das hat eine Reichweite von 500 Metern. Und wenn du ansonsten, wenn du stirbst und dich keiner aufhebt, kommst du in die letzte Stadt, in der du warst. So. Ansonsten, was kann man halt noch machen? Es gibt halt Waffenschmiede, du kannst schmieden, du kannst irgendwas bauen, Javelcrafting, so Juwelen herstellen, Arcana, das muss ich noch machen, kochen, kannst dir Essen kochen, das dir über eine gewisse Zeit Bonus gibt, schmelzen, es gibt für jeden Scheiß ein Skill. Mein höchster ist momentan Tracking, also Jagen und Häuten, weil ich das am meisten mache, ich häute jedes Tier, das ich töte. Ansonsten geht's weiter. Ich wollte mir eine Sidequest. Ah, okay. Es geht los. Jetzt bin ich halt quasi in so ein Dungeon beigetreten. Und ja. Ja, da gibt es viel Gear, viel Equipment.
Und ich muss so einen Knochen von hier sammeln. Na, wo ist der Rest? Ohne Healer, das wird lustig. Mit dem Stab mache ich halt hauptsächlich Schaden über Zeit und hole mir auch meinen Mana zurück. Ich kann einen Impact-Schaden machen. Der knallt rein, wenn jeder meiner Skills sorgt dafür, dass meine Feinde brennen. Und wenn das der Fall ist, kann ich mit einem Skill dafür sorgen, dass sie richtig viel Schaden kriegen mit dem hier. Zack. Wenn die mir zu nahe kommen, wechsle ich in den Nahkampf und schlachte die damit ab. Halt ausweichen und blocken. Ausweichen verbraucht mehr Ausdauer als blocken, aber ich finde, das ist easier zu timen.
Dafür reicht zum Beispiel mein Mining Skill nicht. Der ist bei irgendwas mit 34, das heißt, ich kann das nicht abmeinen, leider. Was auch nicht schlimm ist. Bei meinem Stab ist das hauptsächlich so, dass ich Schaden auf Distanz mache. Es gibt halt einen leichten Angriff und einen schweren Angriff. Beide verbrauchen kein Mana mehr. Der leichte lässt brennen, der schwere lässt brennen. Der schwere stellt aber noch mein Mana her und sorgt dafür, dass meine Cooldowns von meinen Skills runtergehen. Das heißt, ich versuche immer den schweren zu spammen, nachdem ich meine Skills benutzt habe. Und ich versuche so viel Brennen wie möglich auf den Gegner zu haben, damit ich das dann mit meinem Q-Skill explodieren lassen kann. Für extra Schaden. Ay, blöd, Batterie, jo, meine Brot. Die kommt schlecht gerade. Nochmal Glück gehabt. Mein Void Gauntlet ist es so, dass ich Schaden mache. Wenn ich mein Mana voll habe, oder muss ich gleich nochmal gucken, jetzt gerade ist ein bisschen kritisch. Okay, ich glaube, er hat es begriffen. Jawohl, sie haben es begriffen. Kommen Sie mal. Können wir den alleine hier rüber holen? Ja, können wir. Thank you.
haben die denn Blatt? Jetzt kommt der Alter, wo ich ihn zur Hälfte runtergeschlagen habe, der Wichser. Oh Gott. Kein Loot, du Pisser. Eiskalt. Oh Gott. Ja, die aber immerhin. Oh, guter Handschuh. Kann ich ihn tragen? Ja. Nehme ich. Ja. Noch bessere Handschuh. Ich noch nicht tragen. Den auch nicht. Müll. Thank you.
diese Geister. So, jetzt kommt der Boss. Ist nicht schlecht. Ui, blöd, wo kommt der denn her jetzt? Nehmen wir mal ein bisschen Debuffs geben. Gott. Jetzt hat er mich in Agro. Ah! Ah! Lass mich in Ruhe, wie gesagt. Bleib mal stehen. Oh, er ist fast fertig. Papa. Weg ist er. Ja, und das ist halt das Spiel, ne? Also kommen wir nochmal zu den Waffen. Also mein Stab ist hauptsächlich darauf aufgebaut, je mehr Burning, Feuer, also Brennen ich auf meinen Feind habe, desto mehr Schaden mache ich, da ich nur 5 auf einen Feind machen kann. Komme ich auf 25% Bonusschaden mit meinem diesem Explosionsskill. Und dieser Explosionsskill gibt mir auch nochmal 15% meines maximalen Manas zurück. Dann, meine Angriffe verbrauchen kein Mana mehr. Und der halt, wie gesagt, dass der Cooldown von jedem Skill, wenn ich einen schweren Angriff tätige, runtergemacht wird. Dann gibt es halt diesen Meteorschauer. Der macht halt gut Schaden. Und ja, das war's. Dann muss ich noch weiter skillen. Jeder Angriff verfügt mittlerweile und sorgt dafür, dass mein Gegner brennt. Wenn ich einen Stab in der Hand halte und über 50% Mana habe, was die meiste Zeit so ist, kriege ich nochmal Empower. Das ist ein Buff, aber ich kann den leider nicht sehen. Was noch? Dann gibt's noch den Fireball. Der macht schön Schaden und explodiert und macht jetzt auch Feuer auf den Gegner und gibt mir auch wieder mein Mana zurück und macht auch die Cooldowns runter. So, dann haben wir halt diesen Handschuh, den ich hatte, mit dieser Klinge. Das ist hauptsächlich Nahkampf. Wenn ich mehr als 50% Leben habe, mache ich 10% Crit Chance. Wenn ich diese Klinge aktiviere, kriege ich nochmal eine Rüstung extra, dass ich für 5 Sekunden 20% mehr Rüstung habe. Wenn ich alle meine Fähigkeiten auf Cooldown habe, was meistens ist, habe ich nochmal 10% Crit Chance. Dieser Schrei sorgt dafür, dass mein Gegner seinen Stun kriegt quasi und sich nicht bewegen kann für ein paar Sekunden. Und diese Dings ist das Beste eigentlich, das Feld, was ich beschwöre. Das sorgt für durchgehend Schaden
gibt mir nochmal Bonus Damage und sorgt dafür, dass mein Gegner weniger Schaden macht und ich nochmal meine Ausdauer mehr regeneriere. Und wenn ich Critical Hits mache, kriege ich dann nochmal Leben dazu. Das war's.